Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir verkaufen jetzt weiter Sojabohnen zum Landhandel Müller. Das muss ich ja mal einen Kursbefahrer einstellen. Gut, lassen wir mal leer fahren. War nicht so tragisch. Warum er jetzt leer fährt, weiß ich auch nicht. So, ich überlege gerade, was ich machen wollte. Achso, ich wollte die anderen beiden umrüsten und entsprechend hier wegfahren. Waschen, reparieren, weil die haben ein bisschen schon kaputt. Blast den die auch aus. Na, nicht einsteigen. Was scheint hat die Wiese. So, Maschinen sehen jetzt klein aus, aber es täuscht. Ich stehe ja auf dem Dix. Wie gesagt, die werde ich umrüsten auf Breitreifen und oder zumindest normaler Bereifung und dann Ackerbau. Unkraut wächst ja noch nicht. Aktuell wächst gar nichts. Und hier überlege ich noch, ob ich da überhaupt die Dinger behalte oder mir was anderes zulegen werde, wenn es Geld reicht. Aber das ist noch nicht amtlich, das ist. Weil wenn du mehrere Felder hast, dann musst du auch mehrere Felder bearbeiten können. Aber die fahren relativ langsam, ne? Mit 12 km/h. Das braucht schon eine Weile für. Also da geht schon mal ein Tag drauf. Die Feld 38, mehrere Folgen, ne? Aber mal sehen. Das Riesenteil von Hardy kostet zwar einen Haufen Kohle, aber ach, guck ich mir den Lack an, wie er aussieht. Macht nichts. Lackieren wir nicht. Wir müssen jetzt beides separieren, besonders die Feldspritze. Und da werden wir umrüsten auf Pflege, auf was anderes halt, ne? Breitreifen oder dergleichen. So. So, konfigurieren. Das kann alles bleiben. Standard haben wir da. Breitreifen. So, Linksbereifung. Für den Ackerbau wird das ausreichend sein. Gewicht wurde nicht repariert. Waren wir außerhalb des Bereichs. Ja, Kappen. Ja, reparieren geht nicht. Nur mal lackieren. Aha. Im Grunde. Hat er was drin? Ups, so ja Boden. Grund ist ja so. Wenn der Farbe ab ist beim Gewicht, ist ja kein Schaden in dem Sinne. Das ist ja wirklich nur ein optischer Manko, kann man sagen. Wir stellen ihn hier mal hier hin. Wir werden hier mal eine Halle bauen irgendwann. So, und dann John. Radlader. Ja, da muss man erst nach Leerkiste gar nicht hin. Also da muss man schon wirklich entleeren und dann da Pferde. Den fährt drüber nicht an.
Da habe ich Bammel vor. Ja, so voll machen gleich. Besser ist, ne? Und der ist ja fast nicht kaputt, da kann man ja sagen, okay. Den lassen wir so wie es ist, umrüsten wir den halt nur. So, nehmen wir den aus. Das ist ja typisch. Vorne nicht. Weil die Wirle, ich muss ja näher aussehen, ne? Also morgen ist nochmal ein Tag, wo es kälter sein soll. Umrüsten. Das heißt, wenn wir gleich die erste Maschine holen. Ach, wir werden mal das haben wir eh reparieren so noch nicht. Hier konfigurieren wir gleich mal. Und reparieren. Das machen wir dann auch. So, holen wir uns eine Sämaschine. Das wollten wir noch machen, ne? Dazu denn spätestens in 2 Tagen ingeben, 2 Tage wieder außerbegehen können. Ich muss mal schauen, ob das mit 9 Tagen Sinn macht, jahreszeitmäßig oder ne, auf 6. Auch wenn wir aktuell nicht zu wenig Arbeit haben oder zu viel, das kann man nicht sagen, aber wenn wir jetzt, die Lage hätten, hätte man die BGA betreiben, aber wir haben keine. Darum könnten wir auch überlegen, ob wir auf irgendwo im Feld Silage machen. Also ich befürchte, dass die BGA die Silos packen, dass sie an der Wände anklebt. So wie oben da eine Silo. Wäre schlecht, gut Deutsch. So, wenn es dunkel wird, dann wird es dunkel, ne? Also, aber schade sehen zu, kann man dazu sagen. Weil wenn Sonne scheint. So, gehen wir mit dem Gas. Warum macht er nur 65 km/h? War eigentlich mit mehr Geschwindigkeit vorgesehen. Gut, das macht aber auch nichts. Können wir nicht ändern, sowieso nicht. Also, ich habe die zugelegt, die Taktoren, und die gefallen von der Farbe her. Und von der Leistung her haben die auch entsprechend Power, ne? Dreiviertel zwei. Ingehen. Aber Fahrverhalten ist gut. Ja, schönen blauen Ansehgerät holen. Also auf der großen Fläche. Ja, Mais oder Sojabohnen. Darum, dass wir ein bisschen schauen müssen, dass wir zeitlich gestaffelt ernten können. Ne? So, schauen wir mal ganz kurz. So, was haben wir uns ausgesucht? Seetechnik. Multifrucht, das macht sich ganz gut, da können wir alles auch sehen. Das war nicht realistisch, aber gut. So, haben wir ein schönes Blau. Naja. Felgenfarbe haben wir auch schön.
Oder machen wir Metallic? Metall, so wie die Linksteile ist. Viel Geräte auch kaufen. So, haben wir mal ganz kurz fast 1 Million ausgegeben, ne? Aber wir verkaufen noch 2 Geräte und 19. Also sobald ich fahre jetzt hin auf Feld Nummer 12 und werde die austauschen. Hauptsache, der kann noch anhängen. Sollte alles passen. Ja, das passt. So, da geht was rein, ne? Wie gesagt, die anderen Dinge werde ich einfach aufladen und dann werde ich hier das einladen. Und dann kann es verkauft werden. Dann haben wir näher 4 gleiche Geräte, dann theoretisch ein richtig großes Feld haben, da müssen ja mindestens 3 oder 4 Geräte im Verband arbeiten. Und deswegen das macht sich besser mit Crossplay, wenn das Geräte die gleiche Arbeitsbreite haben. Ansonsten haben wir ein Problem, entweder zu viel oder zu wenig. Und zu wenig ist dann ganz schlecht. Ne? Zu viel ist ja auch nicht sinnvoll, da wird es ja auch irgendwann unwirtschaftlich. Ne? Mal gucken. Grob übertrieben, man sagt, eine 8 Meter, eine 12. Ja, da hast du noch ein Stück von 3 Meter freie Fläche, ne? Das ist ja Blödsinn, das ist scheiße. Anführungszeichen. So, fahren wir zurück. Leit zum Feld 12, da werden wir uns den anderen gleich entsorgen. Was ich machen werde, ist diesen Spiegelmod, da mal gucken, wo ich da hinkriege. Können wir noch ein bisschen. So. Lohnzahlung. Ja, alles von unserem Kraftfahrer, der ist verkauft, aber der verkauft gut. Das macht sich näher bemerkbar, wir haben ja relativ schnell die Felder bestellt. Wir können ein Jahr Frühling verkaufen. Ich hoffe, dass wir entsprechend jetzt die ganzen Dinge jetzt in die Erde kriegen bald. Sobald dass die Erde ein bisschen warm wird, die Luft ist schon ein bisschen warm. Normalerweise erwärmt die Sonne die Erde und die Erde erwärmt die Luft. So funktioniert das. Aber bis die Erde in der Tiefe auch warm wird, dauert ja auch ein bisschen. Ne? Im Grunde erwärmt die Erde, die Sonne ja die Objekte, die es so gibt. Also Bäume. So. Flächen und entsprechend Gebäude und wir geben die Wärme entsprechend an die Luft ab und dann ist es warm. Und wenn in der Großstadt alles auf dunkel getrimmt ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn es da zu heiß ist. Also zu wenig Grünflächen da vorhanden sind. Also je mehr Grünflächen vorhanden sind, umso kühler wird. Weil eine Pflanze, wenn sie Wasser verdunstet, kühlt automatisch die Luft ab. Oh, wieder mal 4.800 Mobil. So, fahren wir gleich hier rauf, im Acker. Wo ist unser altes Gerät? So. Vielleicht werde ich auch einen anderen Politiktraktoren verkaufen und mir dann alles von einer Sorte. Mal sehen. Den wollte ich entladen. Gedüngt. So. Wups, und weg ist es, ne? Leer. Beziehungsweise nicht ganz leer. Platz. Nun ist er leer.
Aber bevor wir das richtig verkaufen, also die Traktoren mache ich jetzt, muss ich immer sehen, ob die sich gut machen, die Klauen. Ob die gut klarkommen mit Wenderadius und ja. Können wir gleich aufladen. Macht er normalerweise automatisch und so auf, wenn er die Big Beds gibt. Laden wir mal auf. Wir wollen jetzt das Volk hier ansehen. Das können wir jetzt nicht erkennen. Ich glaube, lass mich kurz überlegen. Alt S. Fruchtfolge. Weizen und Gerste wollte ich haben. Dann kommt hier. Weizen. Weizen kann man nicht bald aussehen. Irgendwann. Wenn die Erdtemperatur passt, sollte 5 Grad oder 6 Grad haben. Obwohl, das könnte man auch früher machen, das ist nicht ganz so tragisch bei Weizen. Aber geht man da kein Risiko ein. Dann können wir gleich den Rest nachkaufen und dann können wir sagen, ja, wir brauchen nicht auch fahren, das ist ein Nachfüll. Ne? Warum ist es hier? So, Traktor sind sehr, sehr wendig. Wie man so sieht, hat er jetzt noch viel, viel Platz nach oben. Ich glaube, der andere sind wir nicht früher fertig. Da geht er schön rum. Und das ist halt das Gute, ne? Und Dünger auf. Also 6.825 und viel Saatgut. Hat den Vorteil, dass man hier nicht unnötigerweise jetzt, also wir können einen Ritt ins Acker fertig machen, ne? Also wir müssen es auch schnell nicht erfahren. Besonders zum Melken wird sein, die Pferde, die weiter weg sind. Nächste, auch fertig und vorbereitet, dann können wir hier in der beginnen. So, jetzt haben wir den anderen Sägerät verkaufen. Dazu werden wir mal trotzdem erstmal zur Not den anderen hinklicken, weil ich habe die böse Vorahnung, dass zum Beispiel, was mir auch schon passiert ist, dass ich dann eine Verkehrte verkauft habe. Der ist komplett leer, das passt. Ich kann ihn aus der Garage verkaufen. Aber die Zeit habe ich nicht, um dahin zu fahren, alles. Das ist vorbei. Nehmen wir sofort. Wertvoller. Gut, okay. Wir haben 14,4 Meter und wir haben 15. Das war nicht sehr viel, aber im Großen und Ganzen 18. Aber die Geschwindigkeit nimmt sie nicht viel, aber die brauchen halt mehr PS. Ne? Das sind
genügsamer. Na, die verkaufen wir. Aber haben wir keine. Gut, das haben wir. So, haben verkauft. Dann holen wir uns gleich den zweiten. Erstmal zu der Folge, sag mal Tschüss und Winke Winke. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Dann sag ich mal, ciao, ciao. Bis dann, ciao.